Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen DIY-Video jetzt im Dezember. Dieses DIY-Video ist wie alle anderen super einfach und super schnell und hat fast schon nichts mehr mit DIY zu tun. Ich habe so ein paar Sachen zusammengekauft, die ich sehr, sehr schön fand und wollte euch zeigen, wie ich die zusammenstelle und dann verschenke. Ich finde sowas Selbstgemachtes immer super, super schön und dieses Erlebnis einfach dabei, sich erstmal Gedanken zu machen, das dann zu kaufen, das dann zusammenzustellen, das dann zu verschenken, das gefällt mir. Es ist viel, viel schöner, als irgendwo bei Amazon was zu bestellen, das geschickt zu bekommen, einzupacken, fertig. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meiner klitzekleinen Idee und freue mich ganz doll auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich zeige euch hier erstmal, was ich alles eingekauft habe. Das hier, das sind meine Kerzen, die habe ich wie immer von Kerzenlieferant, die liebe ich einfach, verlinke ich euch gerne in der Infobox. Dann hier so eine kleine Schneemannfigur, solche Streudeko, das sind Schneeflocken in Silber, ich habe hier alles so in Rosa und Silber gehalten und hier noch solche silbernen Kugeln und hier seht ihr nochmal ein bisschen genau meine Kerzen und das ist das Tablett, um das es eigentlich geht. Ich liebe diese Sterntabletts, die gibt es jetzt überall zu verschiedenen Preisen, also schaut euch einfach mal um. Und so sieht mein erstes Arrangement dann fertig auch schon aus. Ich zeige euch das mal noch ein bisschen näher im Detail. Hier seht ihr die Streudeko und die Kügelchen. Und ich finde, diese kleinen Dinge machen im Gesamtpaket doch ein schönes Geschenk her. Und hier jetzt noch meine zweite, klassischere Variante mit roten Kerzen und roten und goldenen Ketten, die man eigentlich überall so zu kaufen bekommt. Ich hoffe, diese kleine Inspiration hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit.